Sternzeit. 11. Oktober. Vollmond ganz weit draußen. In unserer oft als rekordsüchtig geschmähten Gesellschaft gewähren die Medien Superlativen eine besondere Aufmerksamkeit, auch im Bereich der Astronomie. Da wird vom größten Vollmond, dem massereichsten Stern oder auch der am weitesten entfernten Galaxie berichtet, ohne dass die Zusammenhänge wirklich transparent werden. Morgen böte sich einmal die Gelegenheit, vom kleinsten Vollmond des Jahres zu sprechen. Denn morgen Mittag gegen 13.30 Uhr wandert der Mond durch den erdfernsten Punkt seiner Bahn. Sein Abstand von der Erde beträgt dann 406.430 Kilometer. Selbst zum exakten Vollmondtermin morgen früh um 4.06 Uhr unserer Zeit ist der Mond weiter von uns entfernt als zu jeder anderen Vollmondstellung des Jahres. 406.380 Kilometer. Am 19. März dagegen war der größte Vollmond seit 18 Jahren uns fast 50.000 Kilometer näher. Allerdings kann ein Vollmond noch weiter von der Erde entfernt stehen als morgen früh, nämlich dann, wenn die Erde sich gerade in Sonnennähe befindet, also Anfang Januar. So rückte der Vollmond am 5. Januar 1996 bis auf 406.477 Kilometer von der Erde ab. In gut zwei Jahren, am 16. Januar 2014, werden wir den kleinsten Vollmond seit mehr als 200 Jahren in einer Distanz von 406.527 Kilometern bestaunen. Ob groß oder klein, achten Sie heute Nacht auf den Vollmond.